Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer Campus-Tour. Mein Name ist Stefan Hettlich und ich darf Sie heute über unseren wunderschönen Solarlux Campus führen, um Ihnen einmal zu zeigen, wie wir hier arbeiten und was wir hier machen. Und dabei möchte ich Ihnen vielleicht zu Beginn gleich ein paar Informationen geben, was uns hier wichtig war bei der Gestaltung des Campus. Und das ist zum einen natürlich die Architektur. Das ist ein Thema, mit dem wir uns hier sehr intensiv befassen. Und deswegen haben wir hier auf eine prämierte Glasarchitektur gesetzt. Das Gebäude großzügig verglast, viel Licht, viel Raum, viel Luft für ein angenehmes Arbeitsklima. Auf die Gestaltung der einzelnen Bauteile können wir später sicherlich noch mal eingehen. Aber von dieser Position her vielleicht schon mal angedacht, das große Foliendach, was wir hier sehen, um eine großzügige Ausstellung zu belichten und ein angenehmes Klima dort zu schaffen, ohne eine störende Unterkonstruktion, ist eine Foliendachkonstruktion von knapp 840 Quadratmetern, die wir hier frei über das Foyerdach gespannt haben. Architektur ist das eine Thema. Das geht direkt über in das Thema der Energie. Sie wissen, Gebäude, die heute neu geplant und gebaut werden, sollten schon einen entsprechenden energetischen Standard aufweisen. Das haben wir hier bei dem Campus genauso gemacht. Wir haben uns also schon Gedanken gemacht, wie können wir die Konstruktion erstellen, um die geringsten Wärmeverluste zu haben, aber trotzdem mit maximaler Transparenz und Offenheit leben zu können. Das sind nämlich Teile unserer Unternehmensphilosophie, die wir auch über den Campus, über das Gebäude transportieren wollen. Und Energieeffizienz ist sicherlich ein wesentliches Bauteil, nicht nur das Foliendach mit sehr guten U-Werten, auch unsere Doppelfassade, die es uns ermöglicht, eben sehr geringe U-Werte, sehr geringe Wärmeverluste zu realisieren hier. Und der dritte Punkt, der uns hier sehr wichtig war, ist natürlich der Mitarbeiter selbst. Wir haben hier Arbeitsplätze geschaffen, die, denke ich, wirklich in der Industrie, ich will nicht sagen einzigartig, aber doch schon wirklich sehr attraktiv gestaltet sind, weil es geht ja nicht nur darum, seine Produkte in einem angemessenen Rahmen zu zeigen, sondern auch attraktive Arbeitsplätze für Mitarbeiter und eventuell auch zukünftige Mitarbeiter zu schaffen. Ja, ich bin jetzt hier auf der unteren Ebene der Ausstellung angekommen. Und nachdem ich Ihnen schon ein bisschen was zum Thema Architektur und Energie erzählt habe, möchte ich an dieser Stelle hier noch einmal auf das energetische Schema, auf das Energiekonzept des Solarlux Campus eingehen. Und direkt hinter mir sehen Sie dazu schon eine entsprechende Bebilderung. Dort erklärt sich unser Gebäude selbst. Das ist unser Projekt Bildende Bauten, wo wir das ganze Thema Energiekonzept entsprechend kommunizieren und rüberbringen. Dort erklären wir zum Beispiel, wie unsere Geothermie funktioniert. Wir haben hier direkt vor der Ausstellung eins der größten Geothermiefelder Norddeutschlands, wo wir 79 Erdsonden gut 80 Meter tief in den Boden gegraben haben, um dort die Energie aus der Tiefe zu nutzen, um unser Gebäude hier zu heizen und zu kühlen. Und wie das Ganze funktioniert, ist hier anschaulich beschrieben. Wir haben nämlich keine klassischen Heizkörper, die wir hier verwenden, sondern unser Gebäude wird hier beheizt bzw. im Sommer gekühlt über aktivierte Betonbauteile, in unserem Fall die Decken und die Böden. Die Energie wird hier entsprechend aus dem Erdfeld entnommen und dann letzten Endes, und das sehen wir später im Prozess noch einmal, über andere Produktionsmaßnahmen, wo eine Restwärme vielleicht abfällt, wieder aufgefüllt. Ja, also wir nutzen die Geothermie als Energiespeicher für den Solarlux Campus. Das ganze Projekt Bildende Bauten werden wir auf der Tour über den Campus immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle sehen. Es ist ein prämiertes Projekt, das mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde und eben auf dem gesamten Campusgelände zu finden ist. Ja, jetzt haben wir über das energetische Konzept gesprochen und haben gesehen, wie es in der Ausstellung hier zugeht. Jetzt möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ja? Wie wir unsere Produkte fertigen und wie wir diese Bereiche entsprechend gestaltet haben. Folgen Sie mir.
Ja, damit wir uns hinter den Kulissen auch nicht verlaufen, haben wir uns was ganz Tolles einfallen lassen. Wir haben nämlich ein Wegeleitsystem integriert hier auf dem Campus, wo unsere 6 Gebäudeteile, die wir haben, entsprechend farblich markiert sind. Und natürlich hat jeder Weg in den Bereichen seinen eigenen Namen gekriegt, aber auch die Grundrisse der einzelnen Bauteile kann man hier grafisch nochmal nachverfolgen. Wir sind jetzt in einem ganz besonderen Raum des Solalux Campus angekommen, in unserer Kostbar. Hier ist der Ort, wo täglich frische Speisen zubereitet werden in unserem Mitarbeiterrestaurant. Eine Begegnungsstätte, wo die Kolleginnen und Kollegen zu den verschiedensten Tageszeiten je nach Schicht und Arbeitsbereich entsprechend zusammenkommen können, um sich auszutauschen oder aber auch die frischen Speisen hier entsprechend zu genießen. Ganz wichtig für uns, weil unser Unternehmen ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Wir haben noch sehr familiäre Strukturen und diese Unternehmensphilosophie haben wir natürlich versucht, hier auf dem Campus entsprechend umzusetzen. Was wir auch auf dem Campus unbedingt umsetzen wollten, war die architektonische Einbindung in das Gelände. Wir haben hier von der Topografie her die Situation, dass auf diesem 13 Hektar großen Gelände eine Höhendifferenz von 13 Metern vorherrscht. Und so war für uns die Herausforderung, das Gebäude, den Campus, ins Gelände so zu implementieren, dass der höchste Gebäudeteil eben nicht unbedingt als höchster Gebäudeteil so massiv herausragt. Also haben wir das Hochregallager als größtes Gebäude an der tiefsten Stelle entsprechend platziert. Das führt eben dazu, dass es nicht so überdimensioniert als Industriegebäude wahrgenommen wird, sondern dass es sich eben in die Landschaft einfügt. Landschaft ist ein weiterer Stichpunkt, auf den ich eingehen möchte. Bei der Gestaltung des Campus haben wir sehr viel Wert auf die Gestaltung der Außenanlagen gelegt. Thema Nachhaltigkeit, der ökologische Ansatz, das sind alles Themen, mit denen wir uns hier sehr intensiv auseinandersetzen. Und so haben wir nahezu 4 Hektar Streuwiesen rund um den Campus entsprechend platziert. Ganz bewusst Streuwiesen, warum? Wir beherbergen hier 5 Bienenvölker, die frischen Honig produzieren, den wir dann hier auch entsprechend genießen können. Ja, das ist aber nur der eine Teil. Auch Stauden, Gewächse, Bäume und so weiter haben hier ihren Platz gefunden, sodass wir von der ökologischen Bilanz Stand heute besser sind, als wir es vorher waren, als das Gelände noch agrarwissenschaftlich genutzt wurde. Das hat dazu geführt, dass wir dieses Jahr den Niedersächsischen Naturschutzpreis gewinnen konnten. Ja, auch wichtig, dass wir uns vielleicht nach der Pause hier mal frei bewegen können. Wir können draußen durch die Parkanlagen gehen. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich an einem Fitnessparcours entsprechend das Angefutterte wieder abzutrainieren tagtäglich. Also das Thema Mitarbeiter, was für uns auch sehr wichtig war, das findet hier auf jeden Fall in der Kostbar seinen Mittelpunkt. Jetzt gehen wir weiter in die Bereiche, in die Fertigung und schauen, wie es dort vonstatten geht. Ja, auf dem Weg zum Hochregallager kommen wir hier über die Promenade, wo wir unsere Unternehmenshistorie zeigen. Wir haben es gerade gesehen, den Bierdeckel. Jedes Unternehmen hat seine eigene Gründungsgeschichte. Bei uns ist es dieser sagenumwogene Bierdeckel, bis es dann eben weitergeht mit den ersten Produktionsversuchen in einem Kuhstall in Olpe bis hin zum Solalux Campus. All das kann man hier auf unserer Historienwand entsprechend verfolgen. So, wir machen einen kleinen Stopp auf unserer Tour und schauen einmal in die Arbeitsbereiche. Wir sind hier in einem Büro angekommen, ein Gruppenbüro, wo 15 bis 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Offenheit und Transparenz, das ist unser Unternehmensmotto. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, dem wir hier Rechnung tragen. Kurze Informationswege, Kommunikation auf allen Ebenen, Arbeiten auf Augenhöhe. Zu der Gestaltung der Büros ist vielleicht wichtig zu sagen, lichtdurchflutete Räume, auch hier viel Tageslicht, flexible Verglasungssysteme in der Außenfassade, die es ermöglichen, dass die Kollegen bei entsprechender Witterungslage vielleicht mal ihren Arbeitsplatz nach draußen verlagern können. Und der Arbeitsplatz selbst zum Thema Nachhaltigkeit, da vielleicht noch mal 2 Sätze dazu.
Möbel hier aus Möbelrecycling. Also das sind jetzt hier Kuben beispielsweise, die wir schon am alten Standort vor über 20 Jahren im Einsatz hatten, die nochmal dem neuen frischen Design entsprechend angepasst wurden. Bis hin zu ergonomischen Arbeitsplätzen, höhenverstellbar, die aber auch nach dem Nachhaltigkeitsprinzip, ja, Cradle to Cradle entsprechend hergestellt wurden. So, denke ich, hat man hier attraktive Arbeitsplätze bei uns im Hause geschaffen. Und jetzt schauen wir mal, wie es an der anderen Stelle weitergeht mit der Arbeit. Ja, hier sind wir in unserer Technikzentrale. Die benötigen wir natürlich für diese ganzen Energiethemen, die ich vorhin schon angedeutet habe. Ob Geothermie, Wärmespeicher, Heizkessel bis hin zum Blockheizkraftwerk sind das genau die Anlagenteile, die wir hier in unserer Technikzentrale entsprechend verbaut haben. Wir haben zum Beispiel, ja, wie eben schon beschrieben, das Blockheizkraftwerk hier, wo wir Wärme und Strom erzeugen. Strom ist sicherlich einer der Hauptenergieträger, die wir nutzen, und da gehört sicherlich auch unsere Photovoltaik dazu. Wir haben auf den Campusdächern derzeit knapp 4000 Quadratmeter Photovoltaik verbaut und können mit diesen Systemen vorwiegend Blockheizkraftwerk und Photovoltaik gut 70% unseres Energiebedarfs selbst abdecken. Darüber hinaus haben wir noch Systeme, wo wir Restwärme nutzen. Was wir später noch mal sehen, unsere Pulverbeschichtungsanlage, dort fällt Restwärme ab, die wir zum Heizen der Gebäudeteile benötigen. Genauso wie wir die Druckluftkompressoren beispielsweise, die Abwärme nutzen. 95% der eingesetzten Wärme eines Druckluftkompressors werden in Wärme umgesetzt. Und genau diese Energie können wir wieder zur Bauteilheizung oder auch im Sommer zur Kühlung entsprechend verwenden. Im gelben Gebäudeteil sind wir derzeit. Wir gehen jetzt einfach mal einen Raum weiter und schauen ins Hochregallager. Ja, Logistik, immer wieder ein wichtiges Thema für ein herstellendes Unternehmen, wie wir es sind. Und deswegen hier im Hochregallager einfach mal ein Blick in unsere Rohprofillagerung. Wir haben hier Langgutgestelle gelagert, 3140 Plätze für unsere Aluminiumprofile. Wir benötigen im Jahr ca. 2500 Tonnen Aluminium, was umgerechnet ungefähr 10.000 Profillängen pro Woche braucht, um die eben entsprechend hier bei uns im Hause zu beschichten. Und die ganze Logistik, das Disponieren des Materials, das Bereitstellen des Materials erfolgt voll computergesteuert hier über ein System, wo wir hier in dem menschenleeren Hochregallager dann eben das Material zeitnah dem nächsten Prozess, sprich der Beschichtung, zur Verfügung stellen. Ja, wir sind in unserer Beschichtungsanlage angekommen. Es handelt sich hierbei um eine der modernsten Beschichtungsanlagen Europas, wo wir alle gängigen Pulver verarbeiten können. Nicht nur die Pulver, sondern auch die unterschiedlichsten Farbsysteme, egal ob es nach RAL-Farbkarte, Duraxal oder NCS ist. Wir können zweifarbig Pulver beschichten oder auf Wunsch auch eloxieren, wobei das wird bei uns im Hause entsprechend ausgelagert. Also vom Prozess her, wir haben eben gesehen, wir haben gesehen, wie die Profile im Hochregallager gehandelt werden. Die werden dann hier der Beschichtung just in time bereitgestellt. Die Rohprofile werden aufgehängt und dann an dem Transportsystem in die Reinraumbeschichtung eingefahren, wo dann in einer gekapselten Anlage entsprechend beschichtet wird. Gekapselte Anlage, wir haben dort einen Überdruck, um eben Verunreinigungen draußen zu halten, um ein hochwertiges Beschichtungsergebnis in den zwei Farbbeschichtungskabinen zu erzielen. Circa 50 Farbwechsel am Tag sind bei uns gängig, um dann am Ende eine Premium-Beschichtung zu erhalten. Wir haben die gültigen Zertifikate nach Qualicode oder auch als GSB-Premium-Beschichter. Von hier geht das Material dann
kommissioniert, auftragsbezogen weiter in die mechanische Bearbeitung und da schauen wir jetzt mal rein. Ja, aus der Pulverbeschichtung hier direkt in die Mechanik, in den gekapselten Bereich, wo wir hier mit modernsten Maschinen die Profile entsprechend mechanisch bearbeiten. Das gesamte Zersparen erfolgt hier auf modernen Doppelgärungssägen oder auch auf einem unserer 6 Profilbearbeitungszentren. Wenn die Profile dann soweit bearbeitet sind, werden sie der Aluminiumfertigung zur Verfügung gestellt. Ja, wir sind jetzt an einem der Arbeitsplätze hier in der Aluminiumfertigung angekommen, und zwar in dem Bereich, wo unsere Seroelemente gefertigt werden. Ja, wir haben hier einen Bereich, einen lichtdurchfluteten Arbeitsbereich geschaffen, wo wir in der Lage sind, eben auch aufgrund der Flexibilität hier Flügelgrößen bis zu 6 Meter Höhe und bis zu 1 Tonne Gewicht entsprechend fertigen zu können. Die Arbeitsplätze sind in den einzelnen Bereichen überwiegend so gestaltet, dass wir die Flexibilität haben, auch entsprechend hin und her zu räumen, um auch mal große Projekte hier entsprechend fertigen zu können. Die Klimatisierung der Arbeitsplätze erfolgt hier über eine Industrieflächenheizung, also der Fußboden ist entsprechend beheizt und wir können das Raumklima über die flexiblen Verglasungssysteme in der Fassade entsprechend hier beeinflussen. Bis hin zu dem Punkt, dass die Mitarbeiter hier tatsächlich im Freien arbeiten können. Ja, was ich gerade beschrieben habe, unsere großflächige Fassadenöffnung zur Lüftung der Arbeitsplätze und der Arbeitsbereiche. Eine Möglichkeit, wie man so eine Fassade gestalten kann. Auch wichtig im Sommer, wenn wir draußen heiße Temperaturen haben, um eben über gewisse Lüftungselemente dann eine Nachtauskühlung herstellen zu können, um die Arbeitsplatzbedingungen angenehm zu gestalten. So, wir wechseln die Ebenen und befinden uns momentan in einer Schleuse. Die Schleuse ist die Verbindung der einzelnen Gebäudeteile, die wir hier auf dem Campus haben. Und wir haben hier vielleicht mal einen Blick nach draußen, die begrünten Dachflächen beispielsweise, aber auch ein Blick zu den fertigungsnahen Büros, die eben auch in der Außenfassade mit flexiblen Verglasungssystemen ausgestattet sind, sodass man seinen Arbeitsplatz bei entsprechender Witterungslage auch nach draußen verlegen kann. Ja, hier oben auf dieser Ebene bewegen sich die Mitarbeiter. Wir haben hier eine Kommunikationszone, wo man in den Pausen zusammenkommen kann, wo man vielleicht eine kurze Besprechung im Stehen abhalten kann oder auch eine Pantry-Küche für die Nahversorgung in Sachen Kaffee oder wo man seinen Joghurt auch mal in einen Kühlschrank packen kann. Wir schauen mal von dieser Ebene in die Fertigungsbereiche. Ja, ein Blick von oben nochmal in die Fertigungsbereiche. Wir sehen die lichtdurchfluteten Arbeitsplätze. Das Ganze unterstützt durch die Lichtsheds, die wir hier im Dach verbaut haben in der Nord-Süd-Ausrichtung. Perfekt dafür ausgerichtet, eine Photovoltaik dort entsprechend anzubringen. Wir haben schon, wie gesagt, schon mal 4000 Quadratmeter Photovoltaik installiert. Und wir haben hier oben auf der Gangway eben den Personenverkehr und konnten auch so die Verkehrssituation, Mitarbeiter, fertigungsnahe Büros vom Produktionsgeschehen entsprechend entzerren. Ja, und was jetzt natürlich noch fehlt, nachdem wir gesehen haben, wie die Fertigungsbereiche aussehen, ist das Thema Versand, Versandlogistik. Auch das ein wichtiger Punkt, ein anderer Gebäudeteil. Das heißt, wir gehen mal rüber in die Logistik durch die Schleuse, wie wir es gerade schon gesehen haben, und einfach mitkommen. Ja, hier sind wir jetzt in der Logistikhalle, quasi das Ende der Kette, aber auch so ein bisschen der Anfang der Kette, weil in der Logistikhalle haben wir nicht nur die Versandlogistik untergebracht, sondern auch die Anlieferlogistik. Also es ist eines der größten Gebäudeteile hier auf dem Campus, wo wir die kleinen Materialien entsprechend lagern, in Palettenregal lagern, wo wir aber auch hier, was Sie gerade rund um mich zusehen, das Thema der Versandlogistik haben. Also das Material kommt hier an, wird noch einmal umgepackt, bevor es dann größtenteils mit unseren werkseigenen LKWs deutschlandweit
Benelux, Österreich, Schweiz entsprechend versendet wird. Alles das, was nach Übersee geht, von den Staaten bis hin nach Fernost, bedarf einer seetauglichen Verpackung. Auch die wird hier entsprechend hergestellt in diesem Bereich, um dann das Material per Spedition in alle Herrenländer zu versenden. Ein wichtiger Punkt bei dem ganzen Thema Logistik ist, dass wir sowohl die Verladung wie auch die Anlieferung hier in der Halle geschehen lassen. Das heißt, die Tore sind geschlossen, die LKWs mit den Materialien stehen in der Halle. Wir können das Material geschützt entladen bzw. verladen, können so auf der einen Seite einen hohen Qualitätslevel halten, auf der anderen Seite aber auch die Energiekosten in diesem Gebäudeteil gering halten, weil eben nicht die Tore komplett offen stehen müssen. Ja, das eigentlich zum Thema Versandlogistik. Das war's ja auch schon fast mit unserer Führung. Wir gehen wieder vorne zum Foyer, zur Ausstellung zurück. Aber auf dem Weg dahin habe ich noch ein kleines Highlight für Sie. Ja, wir sind beim versprochenen Highlight angekommen, unserem Slab. Das Slab ist unser Solalux-Labor. Ja? Hier erzählen wir und zeigen wir etwas zu unserer Systemperformance. Und was kann man unter Systemperformance alles verstehen? Das Thema Sicherheit zum einen. Ja? Also wir haben hier beispielsweise das Thema RC2 Einbruchhemmung entsprechend thematisiert mit unseren Glasfaltwänden. Aber auch das Thema Wind und Schlagregen ist wichtig, was unsere Produkte betrifft. Ja? Klassifizierungen bis hin zur Hurricane-Tauglichkeit. Und darüber hinaus haben wir hier nochmal das Thema Schallschutz, Schalldämmung in Verbindung mit flexiblen Verglasungssystemen oder auch das Thema Wärmeschutz bis hin zur Dauerfunktion für Sie auch gerne zum Erleben hier bereit. Ja, also wenn Sie Interesse haben, besuchen Sie uns gerne, dann zeige ich Ihnen gerne unser Slab. Ja, wir haben nun den Solalux Campus gemeinsam erkundet auf vielen zigtausenden Quadratmetern. Wir sind wieder zurück im Foyer in unserer Ausstellung, wo wir unsere Produkte im Maßstab 1:1 zeigen. Ob die Faltwand in der Fassadenlösung im Einfamilienhaus oder letzten Endes, wie wir es eben schon in der Fertigung gesehen haben, das Thema Zero, die großflächige Schiebefensterverglasung. All das, wenn Sie das interessiert, kommen Sie gerne zu uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.